Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Buildcraft-Server. Ich habe mich heute mal für eine kleine Zwischenaufgabe entschieden. Nämlich hier für unsere Hütte werde ich jetzt mal ein Dach bauen. Der Nenox ist mit seinem Gebäude schon ziemlich weit. Der spukt auch irgendwo durch sein Haus da drüben. Der Harl ist gerade bei uns irgendwo im Keller. Hallo, ja, ich bin unseren Keller am Fertigbauen. Es ist viel passiert. Wir können euch das alles mal anschauen. Ja, das machen wir auch gleich mal. Ich werde jetzt mal, hier muss ich nochmal die normalen Bretter draufsetzen. Halbautomatische Öfen gibt es mittlerweile. Der Hale hat nämlich hier oben weitergebaut, während wir unten am Graben waren. So. Jetzt muss ich hier mal ein Zwischendeck einziehen, damit wir hier jetzt höher kommen mit dem Gebäude. Ich habe mir gedacht, wir machen hier so einen kleinen Aussichtspunkt drauf. Ach, das Setzen von den Stufen ist immer so ein Ding. Nee, die will ich nicht haben. So, weg. So. Ich verstehe nicht, warum die Bretter ab und zu im letzten Moment noch an die falsche Position springen, obwohl man schon gezielt hatte. Ja, das ist, kenne ich das Problem. Das passiert manchmal. So, hast du vielleicht Steine gemacht wegen Lampen? Nee, ich habe, glaube ich, keine Steine dabei, oder? Oh, doch. Ich habe Steine dabei. Wo soll ich sie reinlegen? So, Steinlaterne. Ja, dafür brauchen wir nämlich Steinstufen und die machen wir nicht aus Bruchstein, sondern aus Stein. War mit ein Grund, warum wir. Ach, deswegen hat mir die damals gebrannt. Genau. Aber ich habe irgendwo gebrannte Steine. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich lege Irgendwo sind sie. kurz noch mal welche in den Ofen. Ja, es fehlen. Wir müssen noch unbedingt mehr Eisen zusammensammeln. Ja, also da werde ich jetzt gleich mir unten in meiner Strip Mining Denn wir müssen noch, Abteilung. lass mich überlegen, Trichter. Wir brauchen noch 6 Trichter. Das heißt, ich brauche noch 30 Eisen, damit wir auch die automatische Kohlezufuhr bewerkstelligen können. Ich habe auch überlegt, sollen wir nicht schon mal gucken, dass wir wenigstens ein paar von den besseren Werkbänken bekommen, die die Rezepte speichern. Auch machen. Dafür brauchen wir ein Buch. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Buch. Wir brauchen eine normale Werkbank und man braucht noch einen dritten Teil, von dem mir jetzt gerade nicht einfällt, was es ist. Werkbank, Buch, Kiste. Kiste können wir machen, Werkbank können wir leicht machen und ein Buch müssten wir dann in der Zwischenzeit auch hinkriegen. Wir haben doch schon. Ich kann dir Papier bauen. Ja, ich kann dir ein Buch bauen. Haben wir denn schon Leder? Jein. Kühe sind auch sehr selten momentan. Bin an der Aufzucht. So, pass mal auf. Ich komme mal hier hoch wieder. Unsere allerlei Kiste lege ich jetzt erstmal Papier ganz viel. Die Holzkiste, das übergebliebene Holz. Wir haben ja alles schön sortiert hier. Oha. So, ich. Oh, da gibt es noch ein Problem mit der Was denn? Futtermaschine. Das ist nicht nur eine Eisenplatte, die wir brauchen eine Stahlplatte. Kann natürlich auch bei den Dörfern schwierig werden. Eisen und Stahl sind nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nee, ich glaube, die Walzmaschinen machen Stahlplatten. Die machen direkt Stahlplatten. Die machen gar keine Eisenplatten.
So, dass die Konstruktion für das nächste Stockwerk ist auch schon fertig. So, hier machen wir noch ein normales Stockwerk und darüber gehe ich dann nur noch, mache ich erstmal so eine Art Turm, der in einer steilen Treppe direkt nach oben führt. Ich habe mich auch für entschieden, Weizen. Ich habe eine Kiste bei der Farm gemacht. Da können wir das Weizen reinschmeißen. Wir brauchen das ja wahrscheinlich eher weniger. Denke ich auch, weil Weizen ist am Anfang sehr wichtig, später nicht mehr so. Wo Ach, beginnt verdammt der? nochmal, jetzt habe ich mich eben blöd verklickt. Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Wollte Steinstufen machen und habe Druckplatten gebaut für. Sehr, sehr ärgerlich. Gut, kann man nichts ändern. Leben. Und ich muss So. noch ein paar Schilder bauen, fällt mir Ich. gerade auf. Aber erstmal heißt es, glaube ich, Schlafgelegen. So, ich habe jetzt auch schon fast die Treppe fertig für den dritten Stock. Du kannst nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Hier, oder ist eine Spinne? Spinnenjäger. Und da ist noch ein. Ich sehe wieder nichts, weil es so hell ist. Also, ich habe gestern auch mal ein paar Tests gemacht mit Druckplatten, weil ich ja immer, es hieß ja, die unterschiedlichen Druckplatten sind unterschiedlich lange offen. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Stein- und einer Holzdruckplatte. Sie sind tatsächlich identisch. Nein, es gibt Unterschiede. Bei einer Druckplatte. Ja. Und zwar das Gewicht. Die, also wer. Ach so, das kann sein, aber der Mensch, der öffnet sie gleich schnell. Und ich glaube, die Steinplatte hält auch die Tür im Moment länger auf, oder? Nee, eben nicht. Genau das, diese Tests habe ich gemacht. So, dafür 5. Das Gebäude ist nicht symmetrisch. Nee. Nee. Wurde aber mal so gebaut von einem gewissen Wandtrick. Aber beim alten Haus hatte ich oben in der Mitte so Steinblöcke sitzen. Wahrscheinlich noch bevor wir es größer gemacht haben. Wir können es auch nochmal umzimmern, mir ist das egal. Nee, müssen wir jetzt nicht. So, das habe ich jetzt hier gebaut. Jetzt haben wir hier ein Stockwerk und dann könnten wir jetzt schon mal Glasscheiben. Ach nee, Glasscheiben war ja das Problem. Wir müssen Sand besorgen, gell? Genau. Dann machen wir das doch ganz schnell mal. Irgendwas habe ich gerade aufgesammelt, ich habe aber nicht mitgekriegt, was es war. So, ich versuche jetzt mal schneller die Bäume wegzuklopfen, als sie wachsen, aber ich habe hier gerade wieder so ein bisschen das Problem des nicht funktionierenden Tree Assist. Nervt. Ich habe schon wieder vergessen, in welche Richtung der Sand ist. Gib einfach Dorf 2 ein, lauf ein Stück und dann bist du mittendrin. Ich glaube, da hinten, da ist Sand. Ich war Platz? Ja, doch. Wie war denn das? Habt ihr jetzt mittlerweile so Rubine eigentlich? Ich habe Smaragde. Warum ist da noch nichts in der Werkzeugkiste? Die müssten schon da drin liegen. Ich habe ein paar gesammelt. Vielleicht sind die auch schon verbraucht worden.
So, selbst wir sammeln wenn ich mal. was mitten rausklopfe, fallen manche Bäume nicht zusammen. Ja, das ist man. Oh, hab ich jetzt noch. Ich habe keine Schippe mehr dabei. Nein! Ja, wir haben uns übrigens in der Zwischenzeit den Tempel hier mal angeguckt. Der scheint komplett mit Lava überflutet zu sein. Innen drin. Nö, ne? Ob da noch Schätze drin sind? Nein. Zwei Eier habe ich gefunden. So, und ein Schäfchen. Unser Hauptziel ist ja, wenn wir möglich einen Computer bauen. Sagen, sobald wir dieses Ziel erreicht haben, fange ich an, so ein bisschen mit Railcraft zu experimentieren. Ich habe da ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt das letzte Mal. Bau uns mal so ein bisschen eine Verkehrsstrecke. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann auch eine Strecke, einfach in jede Himmelsrichtung machen wir eine Strecke. Oder? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mein Zeitnehmer, Zeit wäre schon wieder abgeschlossen. Das kann aber nicht sein. Oder? Irgendwie rum. Ich weiß. Also. Sekunde. Und da sind wir wieder. Es gab ein kleines technisches Problem. Denn eben hat sich meine Aufnahme ausgeschaltet. Und das hatte zum Nachteil, dass ihr jetzt viele Sachen gar nicht gesehen habt, die wir die letzten... Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Oder nicht aufgenommen? 10 Minuten? Ja, bestimmt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich seitdem gemacht habe. Also ich habe das Glas unten reingeworfen in die Öfen. Dann bin ich hier runtergegangen in die Mine und habe angefangen, hier beim Strip Mining für Harle schon mal so ein bisschen Eisen zu besorgen. Und zwar habe ich jetzt diesen ganzen Gang hier schon leer gehauen in der Zeit, die ihr jetzt nicht zugucken konntet. Tut mir sehr leid. Ich habe auch ein bisschen Eisen gefunden und ich habe ganz viel Material hier entdeckt. Das soll ich jetzt in Gang, aber es war jetzt nicht so spannend, würde ich sagen. Nee, ich denke auch, ist nicht so. Aber zum Glück habe ich es noch relativ zeitnah bemerkt. Ja, ich sollte vielleicht auch den Timer. So, ich mache mal hier die Löcher zu, die ich eben gegraben habe, wo wir die Materialien hier rausgezogen haben. Hätte ich eigentlich auch auflassen können, warum mache ich das zu? So, ich baue hier noch eine schöne Beleuchtung auf unseren Weg. Das habe ich eben schon gesehen, das fand ich eine sehr gute Idee. Wir müssen auch mal dafür sorgen, dass man deine Perspektive auch mal betrachten kann. Werden wir bald mal hinkriegen, gehe ich mal von aus. Ich würde sagen, wir machen dann vielleicht mal demnächst parallel Aufnahmen. Und dann machen wir das so, dass wir hin und her schneiden. Dass man vielleicht Überblendungen macht zwischen dir und zwischen mir. Wie heißt es beim Fußball, diese Live-Action-Schaltung da? Ich hab Fußball, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Die schalten doch von einem Spiel da immer zum anderen um. Was ist denn das hier? Achso. Der Haken an der ganzen Geschichte ist natürlich jetzt, dass ich uns den Weg teilweise zum Bau, zu unserer Bau, dass dein Eingang unglücklich gebaut wurde. Genau da müsste eigentlich ein Pfosten mit Laterne hin. Tja, aber du siehst ja, dass der Eingang sich ziemlich tief nach unten zieht und das ist sehr schwer, den zu verlegen. Ja. Aber ich war ja eben, also bevor mir aufgefallen ist, dass ich gar nicht aufnehme, da
War ich ja gerade dabei, dir zu sagen, vielleicht kommst du einfach, wenn wir jetzt gerade so viel Eisen brauchen, mal in die Mine runter und wir graben mal hier ein bisschen zu zweit. Das geht dann schneller. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen Eisen. Oder können Noch wir, kommen kurz wir schneller ans. unsere Rindviecher füttern, damit die schnell mehr werden. Hast du jetzt eigentlich mal die Maschine ausgetestet, die im Bahnhof steht? Nein, noch nicht. Nein. Ach ja, stimmt, das war ja das So, Problem. also die Schafe fütter ich momentan noch nicht. Vielleicht sollten wir auch überlegen, daraus bald mal getrennte Weiden zu machen. Denn noch brauchen wir nicht so viel Wolle, würde ich sagen. Und die bald auch arg vergrößert werden. So, ich brauche aber noch Werkzeug. Und an die Spieler von 1.8 muss man jetzt Folgendes noch, also für die Spieler von 1.8 muss man jetzt Folgendes erklären. In 1.7.10 gibt es noch keine Schafkeulen. Wie heißen die denn? Lammkeulen. Das ist die Nahrung, ja, Lammkeulen. Du kannst aus Schafen bei 1.7.10 noch kein Essen machen. Oh, ja, da kannst du den Zuschauern mal zeigen. Schön, diese Lampen, die ich jetzt hier hingebaut habe auf den Pfosten. Ach, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Ich möchte gerne auch später mal über den Pfosten tauschen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Man kann die Lampen auch noch einfärben in Weiß und aus Sandstein bauen, aus ganz vielen anderen Sachen. Ich Es kann ja gibt mal tatsächlich. Lampe bei mir eintippen. Genau, gib mal Steinlampe ein und dann. Dann sieht man, wie viele Lampen Alle. es hier gibt. Es gibt jetzt auch hier Gitterlampen. Ja, das sind die elektrischen. Gitterlampen, das sind so schöne Kellerlampen. Da gibt es nur leider keine. Oh, doch, mittlerweile gibt es auch ein Rezept dafür. Das ist ja klasse. Dafür eine leitende Platte, grünes Illuminar. Das sind alles Kathode. so viele neue Sachen, die durch Red Power gekommen sind. Ja. Und dafür wahrscheinlich auch die neuen Materialien, wie rotes Illuminar. Ich vermute mal, das wird aus Rubinen gewonnen. Ich denke auch. So, ich habe 22 Eisen schon mal. Die Laterne hier zum Beispiel, die hängt nicht schön, die mache ich wieder weg. Die ist nicht mitten in der Treppe. So. Ach so, wir wollten ja hier noch erklären, was wir hier noch gebaut haben. Richtig. Genau. So, unsere Öfen, Ja, erklär das mal kurz. ihr kennt ja bestimmt das Problem, wenn ihr die Öfen hier mit irgendwelchen Sachen befüllt, dann hat man das hier drin liegen und irgendwie muss man das ja immer von Hand rausnehmen. Wir haben hier folgendes System benutzt. Wir haben Trichter unten drunter gebaut und die Trichter führen zu dieser Kiste. Und alles, was wir jetzt verbrennen oder was wir in den Ofen tun, das wird hier gleich in diese Kiste gelagert, zentral. Ich lege jetzt auch mal die Zertusquarze dazu. Ja, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wie man sieht, hat der Trichter die Anordnung nach rechts. Genau, Ich sieht man mache hier jetzt unten. mal einfach hier einen mitten raus und tue diesen Trichter jetzt mal. Tun es einfach mal dahin platzieren wieder. Ganz normal, ohne irgendwas. Zack, und jetzt sieht man, oh, es geht nach unten. Das wollen wir nicht. Das heißt, dieser letzte Anschluss, der kleinste, der definiert die Ausgangsrichtung. So, das heißt, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte, dass der nach rechts geht, dann markiere ich mit der Maus oder gehe mit der Maus auf den rechten Trichter, drücke die Duckentaste und platziere dann den Trichter. Dann ändert sich das Ausgangsrohr in die Richtung, in die man möchte. Und so füllen sich alle Sachen gleich hier in diese Kiste. Ihr seht, wir haben jetzt 9 mal Eisen zusammen. So, und ich hänge noch mal schnell ein paar Schilder auf. So. Und jetzt wollten wir ja mal testen, ob das mit dem Eisen geht, hinten bei der Maschine. Genau. Dafür brauchen wir, glaube ich, Wasser, gell? Wasser? Ja, Wasser. So. Ich habe jetzt mal Zinnbahnen hier genommen. Die Zinnbahnen, die machen jetzt einfach mal Folgendes. Die Zinnbahnen legen wir jetzt hier in die Felder 4, 6 und 8. Und ihr seht, nicht nur mit Eisen kann man Eimer bauen, man kann auch mit Zinn Eimer bauen. So. Oh, ich habe keine Spitzhacken mehr, sehe ich gerade. Und so spart ihr euch Eisen, was halt immer ziemlich knapp ist. Eisen ist halt immer knapp.
Ich glaube, ich muss mir eine Eisenspitzhacke machen, sonst komme ich einfach unten beim Mining nicht weiter. Ja. Ich werde gleich mal ein paar mehr machen. So, Holzkiste. Da. So, das hier drüben hin. Spitzhacken. So, ich muss dann mal was so abwerfen hier. So, guck mal hier, neues Schild für die Kiste. So, ich hol mal Wasser. Wir testen das mal mit der Walzmaschine. Hab sogar eine Eisenspitzhacke, falls du noch was brauchst. Jetzt habe ich das Eisen rausgeworfen. Ich bin so doof. Also, wir müssen noch mal Eisen holen. Willst du machen mit Eisen? Ich will mal gucken, ob das in der Walzmaschine gleich zu Platten Ach so, ja, umgehauen ich habe werden Eisen dabei. Ich mache mich gerade mal noch so ein bisschen leer. Ich habe so viel Kram dabei, den ich nicht brauche. kann. Ja. Ach so, ja, was man vielleicht noch erklären kann, ich habe ja jetzt hier so ein bisschen so ein Sortiersystem schon mal angelegt, und weil wir einfach das Leder sparen wollen später noch für die Bücher, habe ich einfach Holzschilder angebracht und draufgeschrieben, was ungefähr so reinkommt. Das ist ja auch erstmal vollkommen ausreichend. Jetzt muss ich mal gucken hier. Von Außerdem wollen wir hier irgendwo. so schnell wie möglich auf Computer umschwenken. Ja. Hier ist schon Wasser drin. Aha, wir brauchen Kohle. Du musst Kohle mitbringen. Holz? Ja, Holzkohle reicht bestimmt. Gut. Aber ich würde sagen, wir gehen, wir warten, bis es Tag wird wieder. Mit der Maschine? Ja, oder? Boah, wieso? Max, Max, aber egal, okay. Was? Ja, ich komme. So, wir können unserem Camp ja auch mal einen Namen geben. Camp Sunset. Camp Cucamonga. Hier hinten ist das Bahnhofsding. Ja, ach so, ich muss erst noch mal kurz hier Karotten pflanzen. Da ist schon Nenox schon. So, diese Kiste tun wir erstmal ausbeuten mit ganz tollen Eisenbahnsachen. So, Karotten gepflanzt. Hast du schon Kohle So, drin? Dampf ist drin, Kohle ist auch drin. Ja, jetzt fehlt, glaube ich, ein Hebel. Also es gibt Eisenplatten. Aber wir brauchen Stahlplatten, gell? Soll ich jetzt einen. Ja, wir brauchen Stahlplan. Ja, das ist blöd. Den jetzt so schnell einen Hebel hergekriegt. Wir bekommen Eisenplatten, wenn wir die benutzen. Hier steht Stahlplatte. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen Stahl machen, und dafür brauchen wir Hochöfen. So, du musst es eingeschaltet lassen, Denox, weil das muss erst heiß werden. Ja, Hochöfen brauchen wir dafür.
Boah, das dauert ja noch ewig. Dann machen Vielleicht wir kann man ja bei den auch kein Dorfbewohnern was Eisen. tauschen. Vielleicht bei dem, der für die Eisenbahn zuständig ist. Der hat eine Latzhose an. Aber die laufen halt nachts auch nicht herum. Oh, ich sterbe gleich, ich muss essen. Oh, das war knapp. Oh, noch ein Herzchen. Interessanterweise sind gar keine Monster da. Also nicht, dass ich das gerade schlimm finde, aber. Das ist verwunderlich. So. Gut. Also, unser Projekt hier hat nicht hingehauen, weil wir einfach keinen Stahl machen können gerade. Ihr könnt auch eure Bettenwolle beschriften, wenn ihr möchtet. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, noch ein bisschen Eisen zu besorgen. Kommt jemand mit? Ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ja, gut, dann gehen wir einfach Eisen sammeln. Der Lärm. Dafür ist diese hier alles rein Kiste, die schon wieder voll ist. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Was ist denn der Aus, der, was ist denn der, was ist denn passiert? Ich habe Mineralien abgebaut. Wo ist das Ich denn? meine Erze. Und aus So, irgendwelchen Gründen habe ich dadurch jetzt einen Erfolg bekommen. alles ganz interessant aus hier, aber wo hast du jetzt, wo bist du, wo geht's lang? Warum ist meine Karte so komisch unscharf? Du bist zu nah dran. Hier geht's rein. Hier weiter. Ja, und zwar. Gehe ich einfach die nächste. Oh, guck mal, Gold. Goldflöz gefunden. Direkt mit einmal klopfen. Hier. Lauf doch mal hinter mir her und sammel einfach das ganze Material ein, was jetzt in den Wänden auftaucht. Hat 8 Gold beschert. Große Höhlen am Start. Uranerz lasse ich da. Ja, das brauchen wir ja erstmal nicht. Falls überhaupt. So, ich baue Also ich finde vier. es effektiver, wenn jeder einen Gang nimmt. Aber du, warum ist meine Karte so unscharf? Mache Drück ich sie mal. groß? Wenn ich sie groß mache, ist sie scharf. Klein ist unscharf. Du bist zu nah dran. Also ich bin zu nah. Du bist zu nah dran und dann wird die halt unscharf. Du hast einen zu kleinen Ausschnitt gewählt. Wahrscheinlich. Einen zu hohen Zoom-Faktor. Wie ändere ich den denn? Mit Z. War die Lösung. Oh, jetzt bin ich abgestürzt. Uiuiui. Abgestürzt. Das Spiel Ja, da oder du kommt selbst? ich abgestürzt in der Mine. Ihr habt einen denkbar schlechten Punkt rausgesucht, um Strip Mining zu machen. Das kann man ja vorher nicht wissen. Sehr chaotisch, also das sieht alles nicht schön aus, was ihr hier. Ein bisschen meckert gerade. Warum sollte es auch schön aussehen? Ich meine, ich baue hier ab. Ich will Ja, keinen weil ich tue das, Schönungs. mache das immer so, dass man das am Anfang so ein bisschen besser erkennt, wo es hier, wo es ausgeht.
Brustschwimmt man lang. Ich laufe hier einmal durch und danach betrete ich nie wieder diesen Gang. Deswegen gebe ich mir da auch keine gestalterischen, ja, Mühen. Ah, so. Ich mach das. Dass wir eine Ordnung haben. Höhle gefunden. Also ich halte nichts davon, Blümchen zu pflanzen in einem Gang, den ich nur einmal betrete, um was abzubauen. Ja, aber der ganze Höhle, dieser ganze Höhlenkomplex, dass man sich da zurechtfindet, darum geht's doch. Nicht keine Blumen gepflanzt werden, aber es sollen ja Orientierungs sein. Was? Will sich ja orientieren können. Ja, aber ich laufe da nur einmal da durch und dann ist doch fertig. Ja, also wenn ich eine Strip-Mining-Mine aufmache, dann ist die nicht so schnell fertig. Mache ich ja einen Parallelgang nach dem anderen. Ja, das schon, aber ich meine, die Gänge, die ich schon abgearbeitet habe, die betrete ich ja nie mehr. Nee, die nicht. Die Gänge, darum geht's gar nicht. Es geht ja um den Einstieg. Der Einstieg, der ist einfach so zufällig entstanden. Der ist ja auch so ein bisschen blöd. Der verspart so ein bisschen meine Treppe, die nach unten führt. Das ist schon mal ein Nachteil gewesen eben, habe ich gesehen. Sagen wir mal, du hast es gut gemacht. Meteoriten finden, ne? Ich habe mir eigentlich auch nicht zur Aufgabe gemacht, das schön aussehen zu lassen. Hier schon wieder nichts mehr. Also ich finde überhaupt kein Gold. Fackeln dabei zu haben, ist nicht böse. Was mit Fackeln? Keine Fackeln dabei haben, ist auch keine Lösung. Ich habe 38 Stück, ich kann dir aushelfen. So. Einfach schnell welche holen. Das hier habe ich durchgebaut jetzt. Wir haben immer noch keinen Warpunkt Camp, ne? Nee. Mach ich den mal schnell. Ja, dann als ich den Server neu gemacht habe, ist mir was Schönes oder was Interessantes aufgefallen. Es gibt eine Spielvariante, die... Oh, wir haben einen Creeper in unserem Haus. Warum das denn? So dunkel ist doch der Keller gar nicht. Trotzdem erschrecke. Wo ein Creeper mehr sein. Also gut, dann baue ich das hier ein bisschen schöner aus. Das geht nicht wegen meiner Treppe. Lennox, warum sprichst du eigentlich nicht mit uns? So, jetzt baue ich hier mal zu. Und sag mal, warum spricht uns dann auch dein Timer nicht mit uns? Hier geht noch 2 Minuten. So, das habe ich jetzt. Wie viel Eisen habe ich denn jetzt gesammelt? 5-mal Eisen habe ich gesammelt. Das ist ja sowas von mickrig. Da fällt mir ja nichts zu ein. Ja. Ja. Ich habe mir erstmal schön einen eisernen Ofen gebaut.
So, ich habe Redstone gefunden. Ich glaube, das ist sogar das erste Redstone, was wir haben. So, hier kommt jetzt auch ein bisschen Eisen zusammen. Oh. Die Sonne ist hier schön, aber ich... Das ist schön. Sonne, aber nicht hier an meinem Computer. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Eisen gefunden. Das werden wir jetzt gerade mal hier ein bisschen einschmelzen. Dann kann ich nämlich schon mal Eisenzahnräder bauen. So. Ja, ich baue doch die Eisenzahnräder einfach in der nächsten Folge. Genau. Und wir werden mal gucken, was wir so dann in der nächsten Folge schaffen. Mit der Folge hier bin ich nicht so richtig zufrieden. Das ist ziemlich wenig, finde ich. Was wir diesmal geschafft haben. So. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir als nächstes bauen sollen. Da werden wir dann drauf eingehen und werden das dann als nächstes uns als Projekt vornehmen. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, macht's gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.